Es ist Montagabend. Ich bin auf dem Weg zum Kreativhaus in Münster, wo ich an einem Gebärdensprachkurs teilnehmen darf. Bevor es losgeht, nimmt sich der Kursleiter Herr Häuser, der selbst gehörlos ist, die Zeit, mir ein paar Fragen zu beantworten. Er erzählt mir, dass er selbst in Rente ist, aber immer noch als Sprachdozent der Gebärdensprache arbeitet. Dafür hat er mehrere Seminare besucht. Da habe ich viel gelernt und Erfahrung gesammelt. Herr Häuser erklärt mir, wie wichtig die Kommunikation zwischen Hörenden und Gehörlosen ist. Mit einem Gebärdensprachkurs können Unsicherheiten abgebaut und das Aufeinanderzugehen ermöglicht werden. Was mich jetzt noch interessiert, ist, wie Herr Häuser sprechen gelernt hat, ohne zu hören. Und dort habe ich angefangen, Sprachen zu lernen. Und war sehr mühsam für Gehörlose, aber auch für hörende Lehrer. Und Sprachen lernen siehst du aus, ich sitze neben dem Lehrer und Spiegel auf dem Tisch. Wir schauen auf den Spiegel Mundbewegungen vom Lehrer und vom Schüler. Und der Lehrer hält die Hand unter meinem Hals. Und ich beim Lehrer. Da können wir versuchen, Sprache, Stimme zu fühlen. Und so haben wir dann Sprachen gelernt. Jetzt beginnt die Kursstunde. Ich bin ein bisschen nervös. Das liegt sicher daran, dass ich mich noch nie lautlos verständigen musste. Meine Aufregung legt sich aber recht schnell. Denn Herr Häuser hat viel Geduld. Ich lerne, dass die Gebärdensprache eine visuelle Sprache ist. Nicht mit den Ohren zu hören, heißt für Gehörlose mit den Augen zu verstehen. Nicht nur die Hände sind wichtig für die lautlose Kommunikation. Auch die Mimik und die Körpersprache spielen dabei eine große Rolle. Die Begegnung mit Herrn Häuser war für mich eine Bereicherung. Ich bin beeindruckt von seiner offenen und kommunikativen Art. Ich habe mich von den anderen Kursteilnehmerinnen integriert gefühlt und gehe mit einem zufriedenen Gefühl nach Hause.